Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer, jetzt zum Nachmittag zur JFD Live Trading TV Sendung. Wir wollen uns hier nochmals dem Gold widmen, nachdem wir das heute Morgen schon beim Devisenradar im Fokus hatten. Vor dem Hintergrund, dass es ja hier rein ja, statistisch ein starker Freitag werden könnte. Auf Sicht der letzten 52 Handelswochen ja in Anführungszeichen eine Pattsituation, 50% positiv, 50% negativ. Aber im Overall war es ja so, dass hier der Markt rein technisch zumindest mit 58% einen relativ guten Freitag am Start hatte. Aber es wurde auch darauf hingewiesen, gerade zum Ende der heutigen JFD-Devisenradar-Sendung, dass wenn es ein neues Tagestief gibt beim Goldpreis, dass dann hier der ganze Zug gen Süden schnell Fahrt aufnehmen könnte und begünstigt hätte sich ein Anstieg über 1148, 1145 eh erst im Sinne des positiven Entwicklungsbogens, wenn denn der Goldpreis hier nach oben aufgedreht hätte. Er hat es aber nicht, denn der Goldpreis hat hier relativ lange in einer kleinen Range sich bewegt. Das war heute Morgen ja eh schon eine Range von knapp 2 Dollar nur. Und das ging auch bis zu den News, also knapp 3 Dollar waren es, um genau zu sein, vom Hoch bis zum Tief, 2,70 Dollar. Bis zu den News hier um 14,30 Inflationsdaten aus den USA ging das eigentlich zäh seitwärts, aber die Rainbow-Struktur, die lastete schon oben auf dem Preis und drückte buchstäblich oder hatte zumindest im Rücken hier den buchstäblichen Druck ausgeübt, um den Goldpreis praktisch hier nach unten abdriften zu lassen. Und eben hier der Ausbruch unter das Vortagestief. Hier hätte man oder sollte man auch schön mit einer Pending Order in den Markt gekommen sein, hier praktisch sich diesen ersten Abwärtsschwung nach unten mitzunehmen, um dann jetzt hier, und das ist doch schon sehr, sehr sensationell, jetzt sogar die Marke von 100, 1132 Dollar sogar zu unterschreiten. Also hier die untere Marke und insbesondere auch hier das November-Tief des letzten Jahres. Das ist jetzt hier technisch gesehen sozusagen der Todesstoß für den Goldpreis, wenn wir auch jetzt in diesen letzten Handelsstunden, dieser Handelswoche hier unterhalb von 1132 aus der Woche gehen, dann sieht das auch für die kommenden Tage, Schrägstrich Wochen gar nicht mal gut aus. Und die negative Saisonalität hatten wir ja auch heute Morgen schon beim Devisenradar gezeigt. Das ist in der Summe hier alles sehr, sehr bärisch für den Goldpreis. Und insofern sollte man sich mal hier nochmal die Hosen warm anziehen für alle Goldbullen. Denn hier gehen nochmal direkt hier in den Tageschart. Da sehen wir eben hier den Touchdown bei 1132. Wir zoomen uns mal raus. Das ist hier das November. Tief, neues Mehrmonatstief bereits absolviert. Und wenn wir jetzt hier die Saisonalität anknüpfen, dann sehen wir, was der Goldpreis noch für die kommenden Juli-Tage vorauswirft bis in den August hinein, nämlich eine saisonale Schwäche. Das muss man jetzt begutachten, was hier im Bereich dieser unteren Trendlinie passiert. Dieses Abwärtstrendkanals. Zuletzt erfolgte ja auch noch nicht mal eine Erholung bis zur oberen Trendlinie. Das heißt, jetzt stellt sich eben die Frage, ob hier dieser leichte Support November-Tief letzten Jahres und Schrägstrich untere hier schützende Trendkanallinie, ob dies genügt, den Goldpreis hier zu stabilisieren, um nachfolgend wieder eine Erholungsbewegung zu eröffnen. Das ist die große Gretchenfrage. Rein technisch, wie gesagt, der Freitag mit Ausbruch auf ein neues Tagestief wunderbar short möglich gewesen. Wie gesagt, heute Morgen im Radar haben wir den Goldpreis ja beleuchtet. Die korrektive Erholungsbewegung am Freitag blieb aus. Sofern sie denn jetzt kommen sollte, am Montag in der kommenden Woche, dann scheint hier aber auch schon jetzt der frühere Unterstützungsbereich 1142 hier als Widerstand zu fungieren. Das muss man jetzt definitiv erstmal so bewerten. Das heißt, wenn es Erholungen gibt, dann wird der Goldpreis diese höchstwahrscheinlich bei 1142 wieder beenden, um dann praktisch weiter gen Süden Fahrt aufzunehmen. Die Bären sind hier wirklich sehr, sehr aktiv. Und das spricht im Prinzip für eine weitere Schwäche. Oder aber der Goldpreis geht direkt in den Freiflug über und visiert relativ zügig das Level von 1080 an, was hier durchaus ein nächstes Abwärtsziel darstellt. Eine untypische Erholung wäre es jetzt, wenn wir recht bullisch Richtung 1165, 1170 nochmal hochgehen. Aber selbst das wäre nur rein korrektiv im Sinne dieses Abwärtstrendkanals. Also man sollte auch hier sogar dann damit rechnen, dass der Preis spätestens zwischen 1165, 1170 wieder nach unten dreht. Aber aufgrund der aktuellen gegenwärtigen enormen Schwäche des Marktes ist hier fast viel mehr schon von einer weiteren beschleunigten Abwärtsbewegung auszugehen. Die heutige Wochenabschlusskerze, wie gesagt, mit neuem Verlaufstief, mit neuem Mehrjahrestief, das ist hier wirklich schon eine bitterliche Erkenntnis und dürfte den Goldpreis Richtung 1080, Richtung 1100 Dollar glatt die Unze zurückführen. Das Risiko steht durchaus im Markt, dass es hier sozusagen zu einem Rücklauf in Richtung des dreistelligen Preislevels kommen könnte.
Das ist jetzt hier mit der gegebenen Situation nicht mehr vom Tisch zu wischen. Warten wir mal ab, was in der kommenden Woche noch passiert. Aber der Goldpreis hier gerade heute eben enorm unter Druck und im Sinne des Rainbows auch hier schön zu sehen. Hoppala, das war er nicht. Im Sinne des Rainbows hier sehr schön zu sehen, dass wir schon Overrange unterwegs sind. Wir sind aktuell knapp, ja nicht knapp, rund 14,50 $, rund 15 Dollar nach unten korrigiert. Das ist schon deutlich mehr als gestern. Da waren 7 Dollar im Schnitt der letzten 5 Tage, 8,76 $. Das ist alles sehr, sehr übersichtlich gewesen. Heute zum Freitag, zum Wochenabschluss, dann definitiv nochmal hier der Ausverkauf der Gold mit Blick auf die kommenden Tage eben hier weiter in ein bärisches Fahrwasser, ob es Samuelgas weiter in einem bärischen Fahrwasser verweilen lassen sollte. Also, liebe Zuschauer, ich hoffe, der ein oder andere stand hier auf der Short-Seite. Hier gab es viel zu holen beim Goldpreis heute. Ansonsten neue Chancen. Chancen kommen immer wieder. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal vorab ein schönes Wochenende, ein entspanntes Wochenende. Wenn Sie mit dem Wetter Glück haben, dann auch weiterhin viel, viel Sonnenschein. Und insofern lassen Sie es gut gehen. Beste Grüße durch den Äther, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.